Hallo und einen wunderschönen guten Abend. Heute ist Donnerstag, der 11. Juni 2020 und wie ihr merkt, habe ich gute Laune, was an dieser wunderbaren Musik von Rashid liegt. Ich mache es jetzt mal ein bisschen leiser. Ich wollte heute weitermachen mit einem sehr ernsten Thema, aber manchmal läuft es ja so bei mir, ihr kennt das, ich tauche jetzt aus dem Schreiben auf, ich war in einer komplett anderen Welt. Und wir haben ja gestern über Bilder gesprochen, die unsere Wirklichkeit bestimmen. Und wir haben darüber gesprochen, oder ich habe darüber gesprochen, was es bedeutet, wenn man ein Mensch ist mit dunkler Haut und in einer Weise repräsentiert wird, in der man sich nicht wiederfindet. Es ist für mich super easy. Ich weiß, ich habe weiße, helle Haut. Ich lebe in Mitteleuropa. Ich mache fast nie die Erfahrungen, die Menschen mit dunkler Haut machen. Ich habe vielleicht ein oder zweimal in meinem Leben in einer Situation mich befunden, wo ich die absolute Außenseiterin mit meiner hellen Haut war und wo ich natürlich auch gefragt wurde, wo kommst du denn her? Aber das ist absolut überhaupt kein Vergleich mit all den Diskriminierungen und Torturen, die Menschen ausgesetzt sind. Ich muss euch jetzt aber etwas erzählen, was mir heute Morgen begegnet ist. Ich musste nämlich zur Hautärztin zum Krebsvorsorge-Hautscreening. Und da ist mir das Thema Bilder, die wir uns von der Wirklichkeit machen und vor allem Bilder, die wir auch von Frauen haben und uns machen, direkt begegnet mit dieser Werbung. Wir haben hier einmal Lift It, Smooth It, Pump It. Also das Bild der schönen, auf immer jung bleibenden Frau. Auch hier habe ich Glück, ich kann mitreden, ich habe es easy, ich habe nicht viel Falten und so weiter. Aber es geht mir um was anderes. Also diese Behandlung gehört bei einer Hautärztin jetzt mittlerweile ins Repertoire. Und damit sich auch Menschen mit unterschiedlichen Typen angesprochen fühlen, gibt es auch diese zweite Ausgabe des gleichen Hefts. Also ihr seht hier, meine Freundin würde sagen, ja, im Iran ist es sehr angesagt. Oder ja, junge Türkinnen lieben es sich, die Lippen zu botoxen. Wir haben also hier zwei Typen, die von der Werbung angesprochen werden. Und um ehrlich zu sein, finde ich weder das eine noch das andere Bild von Weiblichkeit eigentlich auf dem Stand, auf dem wir heute über Frauen diskutieren, spätestens seit MeToo, sondern ich finde das, ich sage es jetzt nicht. Ich komme jetzt über diesen Schlenker und die Musik und die gute Laune und diese Bilder wieder zurück zu Toni Morrison, über die ich ja gestern schon angefangen habe zu sprechen. Sie wurde 1931 in Amerika geboren. Ich erzähle jetzt nicht ihr Leben. Sie ist leider letztes Jahr gestorben. Sie hat den Friedensnobelpreis für Literatur oder den Nobelpreis für Literatur erhalten. Und sie ist zweifelsohne eine hochreflektierte Schriftstellerin, die auch großartig über Literatur laut nachdenken kann. Ich selbst habe erlebt als jüngere Frau, als ich das dunkelhäutige Baby einer Freundin von mir auf dem Arm hatte und im Bus stand, dass die Leute getuschelt haben, gesagt haben, ah ja, die Neger, die nehmen sich immer die Blonden und guck mal, die Blonden, die sind immer scharf auf die Neger und man hört auch heute noch solche dummen Sprüche. Ich habe viele, viele Beispiele, wenn ich drüber nachdenke, in denen ich solche Situationen erlebt habe. Aber ich war eben nicht die diskriminierte Person. Und Toni Morrison sagt in ihrem Aufsatz im Dunkeln spielen, dass das einen Unterschied ums Ganze macht. Wenn man das sein Leben lang erlebt, diese Realität, diese politische Realität, dann liest man anders und schreibt man anders. Und sie sagt, dass lange Zeit der literarische Kanon in Amerika so stark durchdrungen war von einer weißen Realität, dass man zwangsläufig bei jedem Schriftsteller davon ausging, dass er oder sie weiß wäre. Sie hat auch darüber geschrieben, dass sie die Bilder, wie schwarze, dunkelhäutige Menschen in der Literatur vorkommen, eine Bereicherung der einer einzigartigen Landschaft sind. Also sie wertet es nicht von vornherein, sondern sie sammelt es. Und sie spricht auch darüber, dass es für sie eben ganz wichtig ist, dass sie als Lesende und Schreibende darauf achtet, in welcher Weise Bilder und Metaphern vorkommen und wie die Sprache uns prägt. Schreiben und Lesen sind für Schreibende nicht ganz so verschieden. Beide Tätigkeiten verlangen, wach und bereit zu sein für unerklärliche Schönheit, für die komplizierte oder einfache Eleganz schriftstellerischer Vorstellungskraft, für die von der Fantasie heraufbeschworene Welt.
Beide erfordern Achtsamkeit für die Stellen, wo die Vorstellungskraft sich selbst sabotiert, sich selbst die Türen verschließt, sich die Sicht verdirbt. Schreiben wie Lesen bedeutet, sich klar zu sein über die Vorstellungen des Schreibenden von Risiko und Sicherheit sowie darüber, wie Sinn und Verantwortlichkeit heiter gelassen erreicht oder schwitzend errungen werden. Ich finde es nicht leicht, wenn man so frei spricht, alles immer korrekt zu sagen. Wenn ich schreibe, habe ich die Möglichkeit, Wörter zu korrigieren, aber hier spreche ich sozusagen blank gezogen. Sie sagt, dass derjenige, der schreibt oder spricht oder diejenige, eben auch das transparent machen sollte, gerade aufgrund ihrer speziellen Erfahrung, eine schwarze Autorin zu sein, wie sie selbst von sich immer sagt. Und sie sagt davon, dass die Gegenwart des Autors oder der Autorin seine oder ihre Absichten, Blindheit oder Sehfähigkeit Teil der imaginativen Aktivität sind. Und in diesem Sinne versuche ich mit euch zu teilen, dieses Bewusstwerden dieser Aktivitäten und auch der blinden Flecken, die oft die Triebkraft für die Neugier sind. Achtet mal drauf. Bis dann. Tschüss.